Mitten im Herz von der Schweiz ist 1957 ein Filmjuwel entstanden. Taxichauffeur Benz, unter der Regie von Henri Gruel, hat die Essenz von Familie, Opferbereitschaft und im Reiz von der Stadt eingefangen. Der Film erzählt die Geschichte vom Oscar Benz, eme gutherzige Taxifahrer zu Zürich, dessen Läbe e unerwartete Wendig nimmt. Mit sinere herzerwärmende Geschichte und de spannende Charaktere isch Taxichauffeur Benz schnell zum beliebte Klassiker i de Schweiz wurde. Es Publikum hat sich mit der Darstellung vom Alltag und der erkundig wo universelle Themen im Film identifiziert. Der Erfolg vom Film isch uf sini talentierte Besetzig und Crew zurückzuführen. Die Regie von Henri Gruel hat ihr Gefühl vor Realismus und Authentizität in die Geschichte gebracht. Es Drehbuch. Geschrieben vom Gruel und M. Kurt Früh, hat gekonnt Humor und Pathos ausbalanciert. Die Filmmusik, komponiert von Robert Blum, hat die handlich auf der Leinwand perfekt ergänzt und die Emotionen in wichtige Szene verstärkt. Taxichauffeur Benz blieb ihr Zeugnis für die Kraft vom Geschichtenerzähle und sini Fähigkeit, die Zeit zu überdauere. Sini Themen finde auch heute noch Anklang beim Publikum. Die Oscar Benz. Mit Herzlichkeit und Aufrichtigkeit vom Shaggy Streulig spielt, isch s Herz und Seel vom Film. Als Witwer isch de Benz sinere Tochter Marianne Starch zuedenkt. Er schafft unermüdlich, um für sie zu Sorge, und chauffiert Fahrgäste durch dürig schäftige Straße vor Zürich. Sini Taxi wird zum Symbol für Sini unerschütterliche Liebe und Verantwortung. Wo sich die Marianne i e junge Ma aus ihre wohlhabende Familie verliebt, isch de Benz zunächst zögerlich. Er macht sich Sorge wegen der soziale Unterschied und das es Herz, wo sinere Tochter broche wird. Trotz sinere Bedenke kennt die Liebe vom Benz zu dem Marianne keine Grenze. Er schiebt sini eigene Bedenke beiseite und unterstützt ihre Beziehung. Er nimmt sogar große Mühe auf sich, um dem Marianne und ihrem Verlobten zu helfen, Hindernis zu überwinden. Die Opfer vom Benz unterstreiche, die Tiefe, wo sinere Liebe und sini Bereitschaft. Das Glück für sinere Tochter über sies eigene Z-Stelle. Im ganzen Film verkörpert der Charakter von Benz D. Wert vor harter Arbeit, Integrität und bedingungsloser Liebe. Er isch e nahbare und liebenswerte Figur, wo beim Publikum jedes Alters Anklang findet. De Toni, s Liebesinteresse wurde Marianne, repräsentiert de Reiz und de Gefahre vom Stadtlebe. Aus eme kleine Dorf stammend, schund de Toni voller Träume und Sehnsüchte uf Zürich. Er isch fasziniert vor der Energie vor der Stadt und vom Versprechen uf de bessere Zukunft. Aber de Toni merkt schnell, dass es Stadtlebe überwältigend und isolierend sie schafft. Er wird mit Herausforderungen und Versuchungen konfrontiert, wo sie Charakter uf die Prob stelle. Die Reise vom Toni isch e erinnerich dra, dass d'Verfolgich vor Träume oft mit unerwartete Hindernis verbunden isch. De Benz mit sinere Wiesheit und Lebenserfahrung wird für de Toni zu Ehre Vaterfigur. Er begleitet de junge Ma durch die Komplexität vom Stadtlebe. De Benz bringt em Toni die Wichtigkeit vor harter Arbeit, Ehrlichkeit und em Festhalte asini eigene Wert bi. Iri Beziehung unterstreicht's Filmthema vor de generationenübergreifende Verbindig. Die Präsenz vom Toni im Lebe vom Benz bringt auch ihr Gefühl vor erneuerich und hoffnich mit sich. Durch de Toni entdeckte Benz wieder de Freude und Möglichkeiten, wo's Lebe z'biete het. Im Kern isch Taxichauffeur Benz e Geschicht über de transformative Kraft wo de Liebe und de Verantwortung. Die unerschütterliche Hingabe vom Benz a sini Tochter prägt jedes sini handlich. Er meistert die Herausforderige vom Lebe mit eme tiefe Gefühl für Pflicht und Mitgefühl. Der Film beleuchtet die Komplexität vor familiäre Beziehungen und die Opfer, wo mir für die bringe, wo mir liebet. Die Reise vom Toni zeigt, wie wichtig es ist, sie eigene Weg in die Welt z finde und gleichzeitig sich selber treu zu bliebe. Sini erfahrige diene als abschreckens Bispiu für de Reiz und de Fange vom Ehrgeiz. E weiteres zentrales Thema ist wiedergutmachig. De Benz, wo von eme Fehler aus de Vergangenheit verfolgt wird, sucht Vergebung und eine Chance, es wieder gut zu machen. Sie Weg zur Wiedergutmachung ist sowohl ergreifend als auch hoffnungsvoll. Taxichauffeur Benz erinnert Üstra, dass es nie zu spät ist, um Vergebung zu bitte
Gnadets Gewehre oder e positive Auswirkige aufs Lebe vor andere Zahl. Die Anziehungskraft vom Film liegt in seinere Fähigkeit, a universelle menschliche Erfahrige und Emotionen Artschnüpfe. Abschnitt 5, hinter die Kulisse, es Meisterwerk entstöht. Der Erfolg von Taxichauffeur Benz ist auf die gemeinsame Arbeit von eme talentierte Team zurückzuführen. Regisseur Henri Gruel hat ihr scharfes Auge für Details und es tiefes Verständnis für die Menschheit IS Projekt gebracht. Sini Regie hat sowohl de Charme als auch die Härte vom Zürich-Vo de 1950er Jahre eingefangen. Drehbuchautor Kurt Früh hat eh fesselnde Geschichte geschrieben, wo Humor, Drama und Gesellschaftskritik nahtlos miteinander verbindet. Es Drehbuch vom Früh hätte SchauspielerInnen ihr reichhaltiges Material bote, mit dem sie denkwürdige und nahbare Charaktere schaffe schönne. Die auffällige Schwarz-Weiß-Kamera vom Emil Berner hat die Atmosphäre wurde Stadt wunderschön eingefangen. Sini verwendig vor Licht und Schatten hätte visuelle Element vom Film Tiefe und Textur verleiht. Die stimmungsvolle Musik vom Robert Blum hätte die Emotionen die wichtige Szene verstärkt. Die Musik vom Blum hätte die Geschichte vom Film perfekt ergänzt und Sini gesamtwirklich verstärkt. Abschnitt Sexy Benz und Me-E kultureller Fixpunkt. Wie Sinere veröffentliche ich Taxichauffeur Benz beim Schweizer Publikum auf grosse Resonanz gestoßen. Die Filmthemen Familie, Verantwortung und die Herausforderige vom Stadtleben händ in Nerv troffe. Er isch zum Kasseschlager und zum kulturelle Phänomen wurde. Taxichauffeur Benz hätt ihr bestimmt die Zeit und Ort i de Schweizer Geschicht festkaute. Die Darstellung vom Zürich wurde 1950er Jahre im Film mit sinere pulsierende Straßenszene und die sich entwickelnde Gesellschaftslandschaft hätt eh Einblick i de Wandel vom Land nach im Krieg gewährt. Die nachhaltige Beliebtheit vom Film isch ihr Zeugnis für sini zeitlose Themen und nahbare Charaktere. Taxichauffeur Benz wird immer novo Publikum jedes Alters gern agluegt. Er isch zu eme beliebte Klassiker worde, wo oft neu entdeckt und gewürdigt wird. Der Einfluss vom Film auf die Schweizer Kultur isch unbestritten. Er hätt Diskussionen über soziale Mobilität, die Wichtigkeit wurde Familie und die Suechi nach Vergebung erregt. Abschnitt 7. Die unnachahmlich Shaggy Streuli. Keine Diskussion über Taxichauffeur Benz, wer vollständig ohne de bemerkenswerte Beitrag vom Shaggy Streuli z erwähne. Als beliebte Schweizer Komiker und Schauspieler hätte Streuli sini charakteristische Herzlichkeit, si Witz und sini Menschlichkeit i de Rolle vom Oscar Benz ibracht. De darbietig vom Streuli hätte Film uf e neues Level gobe und de Benz zu eme wirklich unvergessliche Charakter gemacht. Sini Fähigkeit, sowohl Humor als auch Pathos zu vermittle, hätt ihn beim Publikum beliebt gemacht. De Streuli isch 1900 geboren worde und sini Karriere hätt sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Er war bekannt für sie komödiantisches Timing, sie ausdrucksstarks Gesicht und sini Fähigkeit, s Publikum jedes Alters z begeistern. De Arbeit vom Streuli i Taxichauffeur Benz hätt sini Bandbreite als Schauspieler zeigt und sie Status als Schweizer Kulturikone zementiert. Sini darbietig bliebt e Meisterklass i de Schauspielerei und inspiriert Generationen von KünstlerInnen. Abschnitt 8. Es erb vor Herz und Menschlichkeit. Taxichauffeur Benz isch e zeitloses Zeugnis, für de Kraft wurde menschliche verbindig. Es nachhaltige Erb vom Film liegt i sinere herzerwärmende Geschicht, de nahbare Charaktere und de Beschäftigung mit universelle Themen. Die unerschütterliche Liebe vom Benz zu sinere Tochter. Die Reise vom Toni zur Selbstfindung und die Botschaft vom Film wurde Vergebung, finde auch hüt nur Anklang beim Publikum. Taxichauffeur Benz isch mehr als nur E-Film. Er isch e kultureller Fixpunkt, wo de Schweizer Film und mehr nachhaltig prägt hätt. Die Einfluss vom Film zeigt sich i sinere nachhaltige Beliebtheit und sinere Fähigkeit, Zeit und Kultur zu überdauere. Taxichauffeur Benz erinnert uns an die Wichtigkeit vor der Familie, die Komplexität vor menschliche Beziehungen und die Kraft vor zweite Chance. Es ist eine Geschichte, wo die Widerstandsfähigkeit vom menschlichen Geist und die unerschütterliche Kraft vor der Liebe und im Mitgefühl feiert.